Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die Honda Monkey. Wir machen ein kleines Service bzw. Ölwechsel. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Das Wichtigste zuerst. Red Bull. Geist und Körper. Wir basteln uns aus dem Scheibenwaschbehälter ein Ölabtropfpfanne. Und bei der Honda Monkey ist leider der Auspuff auch im Weg. Und daher schneiden wir uns jetzt einmal ein schönes Viereck aus. So. Dieses Teil hier unbedingt aufheben. Das brauchen wir, damit das Öl bei der Ablaufschraube nicht auf den Auspuff tropft. Jetzt kommt die Vorstellmusik dann rein. So, und mit der 17er Nuss ein kleiner Ruck. Und der Schrauben doch nicht. Wie ein Pickel, den du ausdruckst, ja? So. Nachdem wir den Schrauben unten geöffnet haben, öffnen wir auch den oberen Schrauben. Bei mir ist es ein Spritzölthermometer. Bei euch wird es ein Schrauben sein, damit von oben auch Luft dazu kommt, damit wir keinen Unterdruck ziehen. Richie, was tust du da? Suchst du ein Fütter? Genau, wir suchen jetzt den Filter. Das ist ja keiner. Besitzt eine Ölzentrifuge, die hinter diesem Deckel ist. Leider sehr bescheiden gebaut von Honda. Aber was sein muss, muss sein. Und du willst jetzt sicher gehen, dass das auch wirklich alles sauber ist, ne? Genau. Okay, dann schauen wir da ein bisschen zu. So, dann schauen wir den hier den Deckel ab. Und wie Sie sehen, nix. Sind nichts. Das ist rein nur ein Plastikdeckel. Als Zierde. Weil so kompliziert. Ja. Michi, ich hab den Verdacht, das hat keiner beim Service gemacht. Ne? Sicher nicht geil, wenn man da schnell fertig werden muss. Ich glaub's auch. Scheint bald so, als müssten wir mehr runterschrauben für den Spaß. Drin steckt ein Schrauber fest und sieht ihn da ganz leicht. Ist schon lange. Ja. So. Kupplung! Wo ist die Zentrifuge? Diese ist die Zentrifuge. Das ist die Zentrifuge. Schauen wir mal, wie schaut das aus nach ein paar Kilometern? Ne? Oh, das war's wieder. Ja, das ist es. Das ist das Sieb. Das unten schrauben wir auf. Okay. Das ist das Ölsieb, was da was aus. Das wird die Späne aufsammeln. Genau, das ist die Zentrifuge, das schauen wir uns dann auch gleich an. Das ist die Dichtung, die werden wir nochmal verwenden. Die schaut noch sehr gut aus, nirgendwo gerissen. Schaut auch überall schon dicht aus. Werden wir nochmal verwenden, ein, zwei Mal, dann wird sie getauscht. Schaut es aus mit Späne? Bisschen was ist da. Drehen wir um, sieht man unten mehr? Ja, schön, sauber. Sauber aufgefangen. Das frisch gereinigte Sieb kommt jetzt wieder zurück. Der weiße Punkt war vorher außen, also kommt wieder so hinein. Und jetzt schauen wir sich noch die Zentrifuge an. Die Ölzentrifuge. Sieht man das? Das sieht man wohl. Alter. Das also, ich zweifle echt dran, dass das beim Service zerlegt wurde. Schaut aus wie. Ich sag's nicht. Das ist Aluminium. Das ist Aluminium? Das ist Aluminiumspäne, sind das, ja? Ich riech mal meinen Finger. Also, wenn man das hier anschaue, glaube ich kaum, dass das beim Service gereinigt wurde. Kann aber auch sein, dass das zum 12.000er Service dazugehört. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was im Honda Service Programm steht. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das alle 6.000 Kilometer zerlegt gehört. Aber wenn. Aber wir sehen es beim nächsten 6.000er Service, ob dann wieder so viel drin ist. Jetzt werden wir das ordentlich reinigen. So, Michi, was machen wir jetzt?
Magnetfischen, ne? Magnetfischen, genau. So. Wo ist er? Gefangen. Einmal. So, was noch kurz erwähnt werden sollte, Michi ist gelernter Kfz-Techniker, er verwendet keinen Drehmomentschlüssel. Achtung, bei einem Alugehäuse kann es sehr kritisch werden, wenn man die Schrauben zu fest anzieht. Darum bitte das korrekte Drehmoment im Internet nachschlagen. Und ja, wir übernehmen keine Haftung. Danke, viel Spaß im Video. Dann kann man das Ganze schon wieder zusammenstecken. Und die Kupplung? Die Kupplung ist eine Druckkupplung. Zum Glück braucht man da nicht aufpassen. Einfach Deckel drauf, Kupplung dann wieder einhängen und fertig. Bei anderen Maschinen ist das immer so ein Gefummeln mit der Kupplung, Einfädeln. Bei der Maschine geht das wirklich schön. Das brauchen wir mal zusammen. Wir sind bündig drauf, ne? Überall. Wichtig. Und immer mit Gefühl. So, danach immer die Kupplung prüfen und schauen, ob sie richtig eingehängt ist. Michi ist gerade auf der anderen Seite. Sieht gut aus. Also, wir schrauben gerade die Achse wieder an. Passt. Ah, ich brauche mir gerade alle Hände zum Filmen. Was man nicht alles für YouTube macht. Genau. So, wenn man alles zugeschraubt hat, festgeschraubt hat, Öl gemessen hat, dann kann man anfangen, Trichter zu suchen. Michi, wir haben ja jetzt wieder den nächsten Lifehack, was nehmen wir da? Statt einen Trichter? Wenn man keinen Trichter hat, nimmt man Plastik. Ja. So. Ja, mit dem Loch wird es aber lang dauern, ne? Es ist wurscht, mit Gefühl, in der Ruhe. Das nenne ich mal treffsicher, ne? So, nun kontrollieren wir den Ölstand, den sieht man rechts auf der Seite. Michi hat jetzt nach 10 Minuten endlich das Öl drinnen und ja. Und wenn uns die Batterie über den Winter nicht in den Stich gelassen hat, sollte die Marke jetzt anspringen. Öl, Papa. Schauen wir mal, ob wir noch was nachfüllen müssen. Nach dem Starten prüfen wir dann nochmal den Ölstand. Und so wie es bei mir ist, würde ich mal behaupten, fehlt ungefähr 0,1 Milliliter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke auch an Michi, der nun hinter der Kamera ist, dass wir das filmen durften. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Danke und ciao. Wie kann man seitlich am Fliegenschieß drauf haben? Nur der Gewehr ist mir wert. Service beziehungsweise. Jetzt kann ich fokussieren. Hätte ich vorher mal auch mit meinem Finger, ich würde das wissen. Michi, riech mal meinen Finger.